Taylor Swift ist im Moment wahrscheinlich der größte Superstar der Welt. Wo sie hinkommt, herrscht Ekstase. Das hätte auch in Wien so sein sollen, aber ihre Konzerte dort sind abgesagt. Es gab konkrete Anschlagspläne auf die Konzerte. Darüber spreche ich gleich mit unserem Wien-Korrespondenten Werner Reisinger. Und der FC Augsburg hat einen neuen Spieler verpflichtet und der ist Ex-Nationalspieler. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Freitag, dem 9. August. Ich bin Moritz Weiberg, guten Morgen. An der Augsburger Freilichtbühne muss die Bühne erneuert werden, denn die Bühnenkonstruktion ist marode. Die Beschädigungen sind so massiv, dass ein Abriss notwendig ist und der Spielbetrieb ist in Gefahr. Ein Gutachter hat die Fundamente, Stützen und Wände analysiert. Die Untersuchung ergab eindeutig, dass ein Erhalt teils unmöglich ist, vor allem wegen der Standsicherheit der Fundamente. Noch dazu wäre ein Erhalt wegen der erforderlichen Betonsanierung der Stützen und Wände auch unwirtschaftlich. Sowohl der Kultur- als auch der Finanzausschuss der Stadt gaben inzwischen grünes Licht für eine Erneuerung. Sie ist auch bereits finanziert. Die Kosten für das Vorhaben liegen bei knapp 720.000 Euro. Wie das Kulturreferat mitteilt, sollen die Arbeiten nach Ende der Spielzeit 2025 beginnen, also in ziemlich genau einem Jahr. Der Wohnraum in Augsburg ist knapp. Mieten und Immobilienpreise sind hoch, gebaut wird zu wenig. Und dennoch gibt es tausende Wohnungen im Landkreis Augsburg, die leer stehen. 5.000 sind es genau. Oft ist das Erbe der Grund, warum Häuser leer stehen. ErbInnen müssen erst gefunden werden und oft dauert es lange, bis der Erbschein da ist. Fälle, in denen EigentümerInnen bewusst nichts mit ihrer Immobilie machen, obwohl sie es könnten, kämen wohl selten vor, sagen MaklerInnen. Gersthofen sticht mit besonders vielen leerstehenden Wohnungen hervor. Fast 700 sind es hier, mehr als an jedem anderen Ort im Landkreis. Ganz dringend hat der FC Augsburg einen neuen Rechtsverteidiger gesucht. Jetzt ist er fündig geworden. Der Ex-Nationalspieler Marius Wolf wechselt zum FCA. Er hat einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Zuletzt war Wolf bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Dort kam er nicht über eine Reservistenrolle hinaus. Außerdem war sein Vertrag ausgelaufen. Er selbst freut sich sehr über den Wechsel und sagt: "Ich freue mich, dass meine Bundesliga-Zeit nach dem Abschied aus Dortmund nun beim FCA weitergeht. Ich habe den FCA als ambitionierten Verein kennengelernt, der bereit ist, auf dem Platz alles zu geben. Das passt sehr gut zu mir, denn ich möchte mit meiner Spielweise alles dafür tun, der Mannschaft bestmöglich zu helfen." So Wolf. Mit diesem Transfer sind die Personalplanungen des FCA auf der Zugangsseite weitgehend abgeschlossen. Bis zum Ende der Transferperiode sollen aber noch einige Spieler den Club verlassen. Unmittelbar vor einem Wechsel steht Irvin Cardona. Nach Informationen unserer Redaktion soll er zum spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona ausgeliehen werden. Auch in der vergangenen Saison war er schon verliehen. Immer noch möchten Felix Udokai und Ruben Vargas den Verein verlassen. Udokai wird mit dem LOSC Lille und der TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht. Vargas mit Stade Rennes. Das Wetter in Augsburg wird an diesem Wochenende sommerlich, heute bei maximal 26 Grad und am Samstag und Sonntag maximal 29 Grad, den ganzen Tag über Sonne. Für ganz viele hätte es der Tag des Jahres werden sollen, ein Tag, auf den man monatelang hinfiebert, sich vorbereitet und viel Geld bezahlt. Für viele Taylor Swift-Fans war das so, bis gestern alle 3 Konzerte des Superstars in Wien abgesagt wurden. 24 Stunden vor der ersten Show. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Wien-Korrespondenten Werner Reisinger. Hallo Werner. Hallo Moritz. Werner, warum wurden die Konzerte denn so kurzfristig abgesagt? Es gab am Mittwoch den ganzen Tag in einer kleinen niederösterreichischen Ortschaft südlich von Wien namens Ternitz einen riesengroßen Polizeieinsatz. Dann wusste man den ganzen Tag nicht, um was es eigentlich geht. Es hat sich dann im Laufe des Tages herausgestellt, dass es ein Anti-Terror-Einsatz war. Das war noch nicht bekannt tagsüber. Da war noch die Rede von einer Festnahme einer Person. Aber wie sich dann abends herausgestellt hat, hat die Polizei offensichtlich hier die Vorbereitungen von einem islamistischen Anschlag vereitelt. Der hätte sich gegen eines dieser 3 Konzerte von Taylor Swift richten sollen. Es wurde dann ein 19-jähriger
österreichische Staatsbürger festgenommen und wie dann später bekannt wurde, in Wien auch noch ein zweiter Jugendlicher festgenommen. Was ist denn über die Festgenommenen bekannt und über ihre Hintergründe? Also die Polizei spricht von einem Haupttäter, das ist eben dieser 19-jährige österreichische Jugendliche. Der soll einen Migrationshintergrund insofern haben, als dass seine Eltern aus Mazedonien stammen sollen. Und was über ihn bekannt ist, ist einmal nicht allzu viel. Die Behörden haben am Donnerstag in einer großen Pressekonferenz die Details bekannt gegeben, die sie momentan ermittlungstaktisch sagen können. Das ist eben, dass dieser junge Herr sich im Internet radikalisiert hat, dass er einen Treueschwur gegenüber dem islamistischen Staat, also dem momentanen IS-Anführer, geleistet hat, den er auch ins Internet hochgeladen hat, den er dann später wieder gelöscht hat. Es wurde bei einer Hausdurchsuchung eben am Mittwoch eben schon zahlreiche Propagandamaterialien, aber eben auch Ausgangsstoffe für Sprengstoff und auch angeblich fertig gemischter Sprengstoff gefunden. Dazu auch viele Messer, Macheten, 21.000 Euro an Falschgeld und auch ein falsches Polizeiblaulicht, das aber voll einsatzfähig war. Und ansonsten weiß man über die Hintergründe dieser kleinen mutmaßlichen Terrorzelle nicht allzu viel, außer dass die beiden Festgenommenen sich in recht kurzer Zeit radikalisiert haben sollen und dass sie prinzipiell sozusagen nicht unbedingt aus den IS-Strukturen stammen sollen, sondern durchaus zwar Mitwisser gehabt haben, möglicherweise auch noch weitere Mithelfer, aber dass es halt um eine kleine, relativ unabhängig agierende Zelle aus jugendlichen Islamisten geht. Gibt es irgendwelche Hinweise, warum es konkret gegen ein Taylor Swift-Konzert ging? Oder war das einfach nur, weil im Ernst-Happel-Stadion dieses Konzert eben stattgefunden hat, mehr oder weniger zufälligerweise? Also dazu haben die Behörden bisher noch keine Informationen preisgegeben. Es könnte aber durchaus sein, dass es einen durchaus auch in der islamistischen Ideologie einen ideologischen Hintergrund gibt, warum man sich gerade gegen so ein Konzert gewendet hat oder warum man gerade da zuschlagen wollte. Insgesamt ist aber klar, das wissen wir auch aus der Vergangenheit, dass Großveranstaltungen, speziell Konzerte, natürlich immer schon auch im Visier von Dschihadisten und islamistischen Attentätern gestanden sind. Man denke nur an die Anschläge in Bataclan. Wie ist denn jetzt die Stimmung in Österreich nach diesem vereitelten Anschlag? Also man kann schon sagen, die Stimmung in Wien ist relativ aufgeheizt. Auf der einen Seite ist noch relativ wenig klar, wie groß diese Zelle jetzt wirklich war. Eben wie gesagt, wie viele Mitwisser, Mittäter, mögliche Mittäter es noch gibt. Es stellen sich natürlich auch sehr viele Fragen. Also die Hinweise, dass es diesen Anschlagsplan gibt, den haben die österreichischen Behörden ja von den US-amerikanischen Geheimdiensten bekommen. Und da stellen sich natürlich schon viele die Frage, warum das so kurz vor dem Konzert erst dazu kam, dass die Polizei aktiv geworden ist. Insgesamt würde ich die Stimmung als relativ nervös und aufgeheizt bezeichnen. Es ist auch so, dass natürlich die Unruhen, die rechtsextremen Ausschreitungen in England die Diskussion hier in Österreich auch beeinflussen, weil es natürlich die Sorge gibt, dass es zu Konfrontationen kommen könnte, irgendwie zwischen migrantischen Communities hier in Wien oder auch der rechten Szene, dass es, so wie es in Großbritannien der Fall war, zu Falschnachrichten im Internet kommt, die diese Stimmungslage noch weiter aufheizen. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir gerade mitten im Wahlkampf sind in Österreich und am 29. September ja ein neues Parlament gewählt werden soll. Auch hier spielt natürlich dieser vereitelte Anschlag jetzt eine große Rolle und das alles wird natürlich jetzt auch zum Politikum. Wegen eines konkreten Terrorverdachts wurden die Taylor Swift-Konzerte in Wien abgesagt. Infos dazu hatte unser Wien-Korrespondent Werner Reisinger. Danke, Werner. Gerne. Es ist ein Temperaturrekord, der das Ausmaß des Klimawandels besonders greifbar macht. Die Menschheit hat im Juli den weltweit wärmsten Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt.
Insgesamt war der Juli 2024 der zweitheißeste je gemessene Monat. Die globale Durchschnittstemperatur lag bei 16,9 Grad Celsius und damit 1,5 Grad über dem sogenannten vorindustriellen Zeitalter, als sich der Einfluss des Menschen aufs Klima noch in sehr engen Grenzen hielt. Der global heißeste Tag war der 22. Juli mit einer weltweiten Tagesdurchschnittstemperatur von 17 Grad. Das war das Wichtigste für diesen Freitag aus Augsburg und der Welt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Den Nachrichtenwecker gibt's dann am Montag wieder. Ciao.